herzlich willkommen in der Welt der interaktiven Geschichten. Ich bin Kiki und das ist mein heutiger Gast. Carlos. So, also. Wir wollen mit dem Baum sprechen. Also müssen wir wieder aus. Ja. Das hat, also, wer hat das schon? Eigentlich fasst das doch alles sehr gut zusammen, was wir jetzt tun müssen. Wir haben jetzt ein repariertes Amulett, das eigentlich eine Spieluhr ist. Und damit können wir scheinbar den Baum wecken. Und dann sagen wir, und dann fragen wir ihn. Irgendwas. Genau. Ob er irgendwas weiß. Über die verschwundenen Leute. Ja. Weil die suchen wir immer noch. Seit 10 Folgen oder so. Aber wir haben einen Wolf gefunden. Ja. Einen Hund. Eine Drache. Einen dicken Mann mit Schnurrbart. Ja, das alles. Wir haben einen Baum gepflanzt. Sachen repariert. Und jetzt werden wir mit einem Baum sprechen. Ja. Aber nicht mit dem, den wir gepflanzt haben. Nicht jeder Baum kann sprechen. Und jetzt gehen wir wieder fröhlich in den Wald, joggen mit Stab und Rucksack und Wolf. Fluss entlang. Den Weg entlang. Da ist die Brücke. Gustavius weg. Den brauchen wir ja jetzt auch gar nicht mehr. Nein. Ich vermisse den jetzt auch nicht so sehr. Obwohl wir interagieren nur mit ihm als Mensch. Ja. Das stimmt. Aber der will uns auch immer irgendwelche Sachen verkaufen, nicht? Ja, stimmt. Aber wir sind seine beste Kundin. Naja, jetzt auch die einzige Kundin, aber... so weit. Ja. Wow. Zumindest läuft die schnell. Ja, das stimmt. Es gibt Spiele, wo das anders läuft. Ja, wo es genauso lange Wege sind, aber läuft ganz schön. Das stimmt. So. Weiter, weiter, weiter. Weiter, weiter, weiter. Der Wolf versteckt sich wieder hinter dem Baum. Und da ist die Lichtung. Oh, die Musik. Oh, ja. Ich höre schon die romantische Musik. So, Bäumchen. Ob das Lied meines Amuletts diesen Baum aufweckt? Bestimmt. Garantiert. Huch, ja, das ging aber schnell. Hui. Celeste, meine Liebe, es ist lange her seit... Oh, du bist nicht Celeste. Korrekt. Wer bist du? Ich bin Celeste, ihre Freundin. Die Hübsche. Was überlegen wir so lange da? Das weiß ich nicht. Bis sich der Baum fertig bewegt hat. Bis wir fertig sind mit Staunen. Bis... Tut mir schrecklich leid, euch zu stören, Herr Baum. Mein Name ist Lydia. Wenn ich mich recht erinnere, hatte Celeste eine Freundin namens Lydia. Bist du das? Ja... Auch das ist korrekt. Ja, nicht alles, Celeste, aber ja. Das bin ich. Celeste hat von mir gesprochen? Ja. Sogar oft. Sie hat dich als jemand beschrieben, der ihr sehr wichtig ist. Als ihre beste Freundin, wie ihr Menschen sagt. Wie denn ihr wohl mit beste Freundin? Wurzeln? Ach, der Baum braucht so lange wie eine Vision. Ah, vielleicht ist er eine Vision. Oh, das ist sehr lieb von ihr. Papa! Was mich angeht, junge Lady, ich bin kein Edler. Ich bin ein Baumend. Ach, wie der Mutter dieses Tals. Mein Name ist Elwanda. Elwanda?
Ich bin erfreut, die Lydia zu treffen, von der Celeste so oft gesprochen hat. Matteo Elvanda hat. Aber ich bin sehr neugierig zu erfahren, aber wie du mich gefunden hast. Vielleicht Kopfball. Ah! Nur sehr wenige wissen von meiner Existenz. Ich bin nicht mehr als eine verblassende Erinnerung in den Herzen der Menschen. Ah, das ist aber schade. Okay. Ja. So, wo sind die Leute? Naja, muss ich erstmal fertig bewegt haben, bevor. Das freut mich. Danke, Baum. Danke. Vor mir hat gesagt: Hey, machen wir das Gespräch wie eine Vision. Ja. Das klingt vielleicht unglaublich, aber ich hatte eine Vision, in der ich gesehen habe, wie du mit Celeste gesprochen hast. Genau. Und da etwas wirklich Seltsames in dieser Akademie vor sich geht, beschloss ich, dich in deinem Schlaf zu stören. Ja. Ich hatte gehofft, du könntest mir sagen, wo Celeste ist oder warum alle verschwunden zu sein scheinen. Ich fürchte, ich bin dir keine große Hilfe, meine Liebe. Alles umsonst. Das letzte Mal, als ich mit Celeste sprach, war vor vielen Mondzyklen. Also Mona. Und damals war alles in Ordnung. Aha. Klingt mal den Obersprung. Das einzig Seltsame, das ich nach ihrem letzten Besuch bemerkte, war, dass ein Student ein Stück von meiner Rinde abriss und davonlief. Ach, ich kann mir schon denken, wer das war. Geht auch nicht schneller. Was? Wie kann jemand so gemein sein und dir so etwas antun? Wenn ich herausfinde, wer das getan hat, sorge ich dafür, dass er herkommt und sich entschuldigt. Ja. Puh, genau, die brauchen wir noch. Na gut, vielleicht kannst du mir trotzdem helfen, Elvanda, selbst wenn du nicht weißt, was in der Akademie geschehen ist. Weißt du, wo ich eine Heidenblume finden kann? Ich brauche eine, um einen Trank für eine Drachenverwandlung zu brauen. Für einen Trank, sagst du? Warum solltest du dich in einen Drachen verwandeln wollen? Nee, nicht so. Nee. Ein bisschen anders. Ja. Oh, der Trank ist nicht für mich. Ich brauche ihn, um einen Wolf wieder zurück in einen Drachen zu verwandeln. Say what? Wolf? Ja, genau. Du hast richtig gehört. Aber wenn du so scheiße erklärst, dann muss er mich fragen. Ja. Naja, nicht ganz. Es ist eine lange Geschichte und ich habe nicht viel Zeit. Kannst du mir helfen, eine zu finden? Oh, junge Leute, immer in Eile. Ja. Wenn du versprichst, mit Celeste wiederherzukommen, wenn du sie gefunden hast, ja, gebe ich dir die Heidenblume. Ich nicht mit dir herkommen. Wir kommen mit ihr, bevor ich sie finde. Genau das meine ich. Sonst haben wir kein Deal. Ja. Ich schwöre, das werde ich. Es wird uns ein Vergnügen sein, Zeit mit euch zu verbringen. Und es ist mir ein Vergnügen, von euren Abenteuern zu hören. Ja. Solange du nichts erzählst, ist alles gut. So sei es denn. Sieh, die wahre Macht der Natur. Oh. Oh. Ui, jetzt kommt ein Sonnenstrahl. Und da wächst eine Blume. Eine Heidenblume. Ah. Wie schön. Ling. Wunderbar, jetzt haben wir eigentlich alle Zutaten. Ja. Wir haben die Frucht, wir haben so, so komische Blättchen aus der Kanalisation. Und jetzt haben wir noch die Blume. Ich glaube, das waren die drei Zutaten. Dann trink das mal. Ja. Diese Blume ist wunderschön.
Hab vielen Dank. Ich komme sobald ich kann wieder mit Celeste her. Hurra. Tut mir leid, Elvanda, aber ich muss jetzt gehen. Tschö. Bis bald. Ja, ja. Ja, ja. Eine äußerst seltene Blume. Ja, eine äußerst seltene Blume. Ich komme später wieder und unterhalte mich ausführlicher mit dir. Lydia, du bist zurück und du lebst. Ich habe seltsame Geräusche von der Lichtung gehört. Ey, Mann. Warst du das bist mit du der davon gelaufen, als dich die Bestie gesehen hat? Viel besser. Ich habe mit ihr gesprochen. Du hast was? Du hast mit der Kreatur gesprochen? Ganz genau. Ja, und sie hat mir die Heidenblume gegeben, die wir für den Trank brauchen. Gesundheit. Echt? Das ist großartig. Gesundheit. Dank. Los geht's. Genau. Ab in die Küche. Wir müssen was kochen. Tralala, tralala. Weiter, 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 weiter. Weiter, weiter, weiter. Weiter, 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 weiter. Ja, das ist die Batide. Genau, die Batide. Das ist so random, dass die haben so ein riesiges Tor vorne. Und man kann hier einfach von ja, genau. rein spazieren. Genau, Mustalio geht hier ein und aus. Ja. Mit dem Hausmeister. Allein. Genau. Abends. Der Hausmeister ist ja an seiner Kiste interessiert. Genau. Ja. Dann kitzeln sie sich wahrscheinlich gegenseitig mit dem Schnurrbärter. Ja. Oh Gott, das Bild, diese Bilder. Das ist ja furchtbar. So. Dann gehen wir hier durch, brauchen wir den Kessel vielleicht. Diesen Kessel könnten wir beim Brauen des Trankes gebrauchen, aber er ist viel zu schwer für mich. Das hat sie schon mal Suchen gesagt. Wir einen kleineren, den ich... Na gut, da müssen wir wohl erstmal hoch in die Küche fahren, wieder mit dem Aufzug. Und feststellen, dass da keiner ist. Okay. Also ich habe auf den ersten Blick keinen gesehen. Und irgendwo für muss ja der Aufzug gut sein, ne? Nein, ich wollte doch... Ach, nein. Mist. Ich wollte doch einsteigen. Das ist ein anderes Spiel. Was ist ein anderes Spiel? Mist. Ja, auch sehr spielenswert. Eine meiner Lieblingsspiele. Ja. Ein Klassiker. Es gab bestimmt auch noch 4 oder 5 Fortsetzungen davon. Nehmen wir uns alle vor. Mhm. Wie so einiges. So. Ja, noch Broken Sword, die ganzen Fortsetzungen. Runaway und. Die alle. So. Wir haben alle Zutaten für den Formwandlertrank und eine Feuerstelle. Ja. Jetzt fehlt uns nur noch ein Kessel. Ja. Es muss doch einer in dieser Küche sein. Nein. Betten? Hast du einen gefunden? Ich habe gar nicht gesucht. Ich stand nur davor. Und ist wohl nicht unser Glückstag. Ach, ich fasse es nicht, dass wir keinen dämlichen Kessel finden. Ja. Das
war doch den aus dem Keller. Wenn wir deinen Trank brauen wollen, müssen wir den Kessel, den wir im Weinkeller gefunden haben, bis zu dieser Feuerstelle schaffen. Hurra. Ich freue mich so. Dann mal los. Aber jetzt hat sie sich das vorgenommen. Ja. Jetzt darf man es auch tun. Hurra. Also wieder hinunter. Ratter, ratter, ratter. Ab zum Kessel. So. Hey, genau was wir zum Brauen des Trankes brauchen. Ach, was? Das ist natürlich ein Kessel. Aber wie bringen wir ihn den ganzen Weg bis hoch in die Küche? Über den Aufzug. Wir müssen uns halt etwas anstrengen. Tja. Schleif. Okay. Mein Gott, ist das Ding schwer. Tja. Echt? Danke für deine Hilfe. Was denn? Schon gut. Einfach kommentarlos. So, dann gehen wir hier runter. Ach nein, runter. Müssen wir noch den Aufzug betätigen. Weil das macht ja so viel Spaß. Ist so vorbei weg. So. Und dann. Wieder hoch. Geh doch. Und dann in den Speisenaufzug. Der Kessel kann jetzt nach oben in die Speisekammer. Hurra. Oh nein. Da müssen wir nämlich wieder den Weg aus. Da brauchen wir dann den Weg raus. Ja. Ein Unterschied ist ja ein guter Spiel. Ein großartiger Spiel wäre das Spiel, der jetzt ein Kreuz macht und dich in die Küche packt. Ja, das weil der ist noch fun. Ja, das ist wirklich jetzt kein Spaß. Um den Umweg zu gehen. Ziehen wir den Kessel jetzt vom Lastenaufzug zur Feuerstelle. Cut. In der Küche. Cut und in der Küche. Nein. Nein. Maximal mal wie eine Vision, die dich an Anfang wieder hatte. Eine Vision, genau. Dann bist du draußen beim Baum. Oh Gott, nein. Oder oben auf dem Dach irgendwo, ja. Oder? Beim Tutorial. Naja, zumindest beim Tutorial. Bei Mustavio muss alles nochmal von vorne. Ja, ab und an kommt so eine Vision. Oh, die Eule ist weg. Verdächtig. Ja, mächtig verdächtig. Wieder Treppe hoch. X ist auch doof. Ja, total. Dann da hoch. Dann die rennen eigentlich immer. Ja, permanent. Ist auch gut so. Finde ich. So. Gleich sind wir da. Hat jetzt ein paar Minuten gedauert. Schon sind wir in der Küche. Noch ein paar Mal um die Ecke. Und voilà, da ist der Kessel. Schon.
Merci. Ha. Gott, es wird höchste Zeit. Höchste Zeit. Ich hatte schon Angst, ich wäre nicht stark genug, ihn bis zur Feuerstelle zu schaffen. Ich hätte dir echt gerne geholfen, aber dieser Wolfskörper hat nun mal keine Hände. Ja, ja. Vielen Dank. Sie hat trotzdem schieben können oder so. Naja. Was soll's. Egal, fangen wir an. Endlich! Darauf habe ich schon viel zu lange gewartet. Danke. Ich werde zu einem mächtigen und furchterregenden Drachen werden, über den sich niemand mehr lustig machen wird. Du meinst, du wirst wieder zu einem Drachen werden? Ja. Ja, ich meine wieder zu einem Drachen werden. Genau das, was ich war, bevor diese Studenten mich in einen Wolf verwandelten. Mhm. Aha, okay, was muss ich jetzt machen? Okay, koche die Almlockenblätter, bis das Wasser ihre Farbe angenommen hat. Und dann füge die Schale der Nigilis-Frucht hinzu und entferne sorgfältig das Fruchtfleisch, bevor du sie in den Kessel wirfst. Mische dann schließlich die Blütenblätter der Heidenblume langsam in den Trank und sprich die folgende Formel. Formus infinitis haidea aeben locus nigilis canestus. Ja, sicherlich. Na, scheint so, als wäre er fertig. Trankus maximus fertigus. Hahaha! Sobald ich ein Drache bin, zahle ich es diesen Studenten heim, die mich eingesperrt haben. Mhm. Was? Ich hab's mir überlegt. Trink den Trank nicht. Das war keine gute... Blums. Idee. Game over. Zack? Ja? Der Trank scheint nicht zu funktionieren. Du bist immer noch ein Wolf. Denn der ist ein bisschen tot. Bist du okay? Zack, antworte mir. Ja. Ich hole besser etwas kaltes Wasser, um ihn aufzuwecken. Oh nein. Oh Gott, nein, ich will nicht eine Vision. Jetzt. Nicht jetzt. Das kann wieder dauern. Man, du musst doch hören, was sie sagen. Oh. Meine Tochter. Mutter, sprich nicht. Schone deine Kraft. Du brauchst all deine Energie, um deine Krankheit zu bekämpfen. Wir brauchen dich, Mutter. Ich bin einer der mächtigsten Zauberer dieses Kontinents. Ich habe Zugang zu dem gesammelten Wissen aus allen Zeitaltern. Aus allen. Aller Zeiten. Und doch finde ich kein Heilmittel für den Menschen, der mir alles bedeutet. Waren all die Jahre, in denen ich mir mein Wissen erarbeitet habe, umsonst? Ja, deswegen ist er so. Ja. Ich ertrage es nicht, sie leiden zu sehen. Nathaniel, Celeste ist erschöpft. Bring sie auf ihr Zimmer. Sie braucht ein wenig Ruhe. Nein, Vater, kann ich nicht hier bei Mutter schlafen? Vater? Vater! Vor Mutters Tod warst du immer da, wenn jemand Hilfe brauchte, Vater. Celeste, ich bin hier! Antworte mir! Aber seit sie fort ist, scheint all deine Freude mit ihr gegangen zu sein. Seit jenem Tag hast du mich nicht mehr so angesehen, Vater. Warum? Das kann jetzt noch ein bisschen dauern. Hm. Spürst du die Spannung? Ja, im Prinzip wäre das schon cool mit den Visionen. Nein? Nein? Im Prinzip wäre das nicht cool mit den Visionen. Nein? No. Aber so erfährst du mehr über die Geschichte von Celeste. Aber ein bisschen. Und Lydia und Celestes Familiengeschichte. Das ist jetzt technisch bedingt, dass das so lange dauert.
Verstehst du das? Das liegt nicht am Spiel, dass das so ist. Verstehst du das nicht? Verstehst du das? Ich gehe ein bisschen so wie er. Geh nicht! Geh nicht! Weg. Ah. Tja. Nein! Nein! Ach. Was hat sie da überhaupt für einen riesigen goldenen Ring um den Arm? Trägt man das jetzt so? Ach, diese Jugend von heute. Diese Wikinger, das ist ein Wikinger-Look. Verstehe. Celeste. Celeste, wo bist du? Ich suche dich schon lange. Ja. Sie hat immer noch das Püppchen. Aber das hat sie doch als Kind verschenkt. Mhm. Wie kann sie das jetzt als Teenager noch haben? Nee, andersrum. Ich glaube, wir haben ihr das gegeben. Ach ja, ja, stimmt. Ja, hast du recht. Ach, schon wieder. Ja, ich wieder. Sie nehmen sich all die Mühe. Ja, 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 ich sehe schon, ich sehe schon. Fühlst du die Emotionen denn nicht? Spürst du sie? Ich sag mal nein. Ja, es tut mir wirklich leid. Ihr könnt ja auch vorspulen. Ich meine, wir versuchen die Zeit mit unserem doofen Gequatsche zu überbrücken. Das machen wir permanent. Danke. Das machen wir jetzt schon. Haben wir endlich mal Zeit dafür. Jetzt haben wir 10 Stunden lang. Gott sei Dank, ja. So. Das machen wir ständig. Ist die Vision jetzt... Ach, oh Gott sei Dank. Meine arme Celeste, aber was ist dir nur zugestoßen? Ach so, Prüfungsraum. Was? Eine der Türen des Raums der Prüfungen? Ja. Zack. Was ist während meiner Vision Der Trank. Der Trank. Fast hätte ich vergessen, dass er in Ohnmacht fiel, nachdem er ihn getrunken hatte. Zack, ja? Wo bist du? Hey, hallo kleines Kätzchen. Was tust du denn hier so alleine hier draußen? Hast du dich auch verirrt? Weißt du eigentlich, dass du neben meinem Freund, dem Wolf, die einzige lebende Kreatur bist, die mir in der Akademie begegnet ist? Apropos Zack, ich mache mich besser auf, wenn ich sicher gehen will, dass ihm nichts zugestoßen ist. Naja, wenn du die Verwandlung in eine Katze nichts nennst, dann ist dein Wunsch in Erfüllung gegangen. Und Zack, zack, wie? Ist sie eine Katzenfrau. Oh Gott, der Trank hat nicht richtig funktioniert. Nein, hat er wohl nicht. Oh, das tut mir so leid. Ich hab dir doch gesagt, ich habe keine Ahnung, wie man einen Zaubertrank macht. Ja. Das erinnert mich an Salem. So wie es aussieht, kann ich dich doch nicht in den oberen Teil der Schule führen. Was machen wir jetzt? Ich will nicht auf ewig eine Katze bleiben. Ja. Wir müssen jemanden finden. Ja, lass mich die Prüfung machen. Die einzige Möglichkeit, zur zweiten Prüfung zu gelangen, ist, auf das Dach und durch das zerbrochene Fenster in den Prüfungsraum zu klettern. Genau das. Was? Bist du irre? Das würde heißen, über das Dach der Schule zu steigen. Korrekt. Ja, aber bevor wir ihn da rüber schicken, speichern wir und sehen uns in der nächsten Folge.